Ja, die waren hier. Dann nichts wie hinterher. Willkommen zurück, Leute, zu Cyberpunk 2077. In der letzten Folge haben wir mit Panam den AV runtergeholt und Mitch gerettet dann aus dem AV, um dann zu hören, dass Hellmann mit den Wachmännern die Autos gekapert hat und abgehauen sind. Ja, wir sollten dann die Reifenspuren verfolgen und genau da machen wir jetzt weiter. Also, let's go. Scorpion wusste, dass ich Night City hassen würde. So gut kannte er dich? Wahrscheinlich besser als ich mich selbst. Er meinte, sobald ich die Stadt satt habe, decken wir uns mit Kirre ein. Und füllen ein paar Thermoskannen mit Kaffee und Whisky. Und dann fahren wir einfach los. Weg von allem. Klingt nach einem echten Abenteuer. Ich sehe nur bröckeligen Zement und Rost. Wenn sie hier ihre Freunde rufen wollten, war das sicher ein böses Erwachen. Vorsicht! Boah! Sniper. Da ist schon mal ein Geschützturm. Na los, auf sie! Einer weniger. Boah, verdammter Sniper. Wo ist er? Vorsicht, ein Scharfschütze! Ha! Aber der ist nicht gut genug. Oh, das ist noch ein Geschütz. Aber mal schnell überlasten hier. Genau so! Die alle weh! Das ist für meine Freunde, ihr Arschlöcher! Ist da noch einer? Oh, was hat er denn gehabt hier? Nekomata. Deswegen hat das nicht so weh getan. Ja, verdammt! Okay, hier ist niemand. Verdammt, ey. Soll wieder reinkommen? Dann sollten wir uns beeilen. Hat's keine Glanzleiste. So, aber hier ist noch. Ah ne, das ist Panam. Was haben wir da? Gepanzert, modifiziert. Muss ich die jetzt scannen oder was möchtest du von mir? Folge den Tauschspuren. Achso, geht hier weiter. Ein paar sind an der Landebahn geblieben. Der Rest ist mit Hellmann mit. Hätte ich auch getan. Sie wollen ihre Leute rufen. Das Letzte, was sie wollen, ist ohne Verstärkung durch die Küste zu fahren. Ich hol mir mal kurz mein Auto. Wo ist es? Ich hoffe, Mitch hat die Aldecaldos kontaktiert. Diese verdammten Störungen. Da, 80 Meter. Sicher sind sie unterwegs zu ihm. Keine Sorge. Weißt du was? Was denn? Das hier ist mein Leben. Ich springe von einem verfickten Scheißhaufen in den nächsten, noch größeren. Panam. Und ziehe alle mit mir runter. Ich will nicht mehr. So, jetzt sind wir mal im Auto unterwegs hier. Let's go. Aber du hast nichts ver... Versprech es mir! Also gut, versprochen. Okay. Boah, Leitschlanke, mitten in der Wüste, ey. Ah, die Grafik ist mal wieder Hammer. Mega. Okay. Okay, das sind sie. Wow, Bremsen! Was für. Bam! Yo! Eingepackt, Panam, eh? Ja, okay, alles klar. Das ignorieren wir. So, jetzt scannen wir mal die Boys da unten. Da ist schon mal ein Geschützturm. Drohne, Scharfschütze. Das war jetzt fast entdeckt. Da ist der Sniper.
Irgendwie will er gerade nicht scannen, so wirklich. Ja, Fresse, was ist denn das jetzt gerade hier? Jetzt schließe ich mal kurz das Ding da hinten. Interessiert irgendwie keinen. Das ist gut. Schafft ihr zu treffen. Irgendwie hab ich Glück gehabt. Mich nicht direkt entdeckt. Da war eine Mine. Aber die Typen hören ja nichts, wenn eine Mine hochgeht, ey. Geil. Ich seh nix jetzt. Machen wir kurz Schluss hier. Überlassen. So, da haben wir noch einen. Das Geschütz müssen wir noch ausschalten und da hinten ist noch so eine Kampfdrohne. Da. Mal auch noch fix wegmachen. Den auch. Lenkungsmanöver. Hä? Warte mal. Jetzt haben wir es. Unterstützungsmodus ausschalten. So. Auf dem Dach war noch einer, ne? Schütze. Ja. Schütze Hansen. Tschüss. So. Freunde, da drinnen wird aber auch noch was los sein, denke ich mal. Hier irgendwas, womit ich pingen kann. Da ist eine Kamera. Oh ja. Ich geh mal hier lang. Ich bin drin. Helmer, der muss hier irgendwo sein. Na, wo bist du? Wo bist du? Der Typ, der war doch gerade noch hier. Da kann ich pingen. Aha. Oh, der ist hinter der Kiste. Wer noch? Ich weiß, wo sie Helmers festhalten. Ich gehe rein. Okay, ich gebe dir Deckung. Ja, Leute, es sieht so aus, als hätten wir geklärt. Die haben sich hier eingebunkert. Verstehe. Dann muss Hellmann hier irgendwo sein. Aber wie, sieh mal. Die Zapfsäulen sind geschossen. Wie geil, ey. Verlassener Ort aus. Die haben vielleicht schon eine Extraktion angefordert. Finden wir ja bald raus. Das kann gut sein, ja. Ich würde sagen, wir gehen mal hoch zu Hellmann. Wird er wohl drin sein? Wer schickt? Hey, ganz ruhig. Wir müssen reden. Hey. Yorinobu Arasaka? Willst du mich zurückbringen oder? So ein dreckiger Hosenscheißer. Entweder heult er gleich oder er rennt weg. Stopf ihm endlich das Maul. Was bist du für einer? Kang Tao Sanitäter. Na gut, dass ich nicht umgelegt habe. Nimm's nicht persönlich. Komm näher. Du wolltest doch Takemura informieren, wenn du Hellmann hast. Ja, Sekunde. Ich ruf ihn an. Dann machen wir das doch auch mal. Aber denk dran, du hast Hellmann. Das ist ein fettes Ass im Ärmel. Versuch, was damit zu erspielen. Takemura hat mir das Leben gerettet. Schon vergessen? Weil es für ihn von Vorteil war. Reine Eigennützigkeit. Du kümmerst ihn einen Scheiß. Schauen wir mal, ne? Gute Nachrichten. Ich hab Hellmann. Lebend? Was hat er gesagt? Natürlich lebend. War nicht gerade so ein Gespräch. Ich bringe ihn ins Sunset Motel. Ich bin unterwegs.
Halt ihn dort, bis ich eintreffe. Verstanden. Bis dann. Tja, er macht Nickerchen. Bring ihn besser irgendwo hin, wo ihr in Ruhe reden könnt. Ja. Ja, Sunset Motel. Ja, kommt da gerade Verstärkung, oder? Oh, für uns! Nein, das ist meine Abwechslung. Ist er das? Das ist er. Bring ihn raus. Wirf ihn aufs Motorrad. Moin, Boys. Was geht ab? Nicht bewegen, okay? Die Kavallerie ist da. Mitch hat ein paar Aldecaldos gerufen. Alles sicher. Uns hat niemand auf der Straße gesehen. Aber wir sollten trotzdem verschwinden. Was hast du mit ihm vor? Auch so ein, zwei Fragen stellen und danach schauen wir mal. Ja. Ich muss ihm nur ein paar wichtige Fragen stellen. Dann hoffe ich, dass du ein paar wichtige Antworten kriegst. Saul. Hier ist alles erledigt. Alles sicher. Hab gehört. Mitch verdankt dir sein Leben. Wie und Panam. Die beiden haben meinen Arsch zusammengerettet. Ich hoffe, er war es wert. Saul, ich habe versucht, Scorpion zu warnen, aber er... Vielleicht kann ich irgendwie helfen. Ich glaube, du hast genug getan. Ich wollte ihn aufhalten. Na klar, dreh dich einfach um und scheiße auf alles. Darin bist du ja der Beste, nicht wahr? Hör zu, das war wirklich nicht Panams Schuld. Pass auf. Du und ich, wir sind keine Freunde. Außerdem hat dir noch nie jemand irgendwen beschuldigt. Ja, klar. Panam hat mir nur geholfen. Wenn ich nicht gewesen wäre, wäre der EV nicht abgestürzt. Und Scorpion und seine Leute wären nicht hingefahren. Das ist die Wahrheit, Saul. Ein Aldecaldo ist immer für sich und seine Leute verantwortlich. Die Umstände ändern absolut nichts daran. Vielleicht sollte Panam sich fragen, ob sie noch ein Aldecaldo ist. Scheiße, verdammt. Die haben wohl irgendwie... Naja, egal. Fragen wir mal Mitch, was los ist. Ich will mich hier nicht beschweren, aber was macht ihr hier? Saul, er kam mit den anderen. Wir haben uns um die Toten gekümmert und ich habe ihm erzählt, was passiert ist. Er meinte, wir sollten euch folgen. War besorgt, dass euch was passiert. Dass Panam was passiert. Saul? Hört zu. Vielleicht versteht ihr euch gerade nicht, aber du gehörst zur Familie. Und Saul würde alles für die Familie tun. Ich frag mich halt, ob ich echt noch zur Familie gehöre. Das weißt du genau. Komm zurück. Versteh schon. Tut mir leid, das eben. Manchmal wird's bei uns ein bisschen überdramatisch. Aber ich klär das schon. Und du pass auf dich auf, okay? Ja, red mal mit dem Typ. Saul, Mitch, sie behandeln dich wie ein Mitglied der Familie. Gib ihnen doch noch eine Chance. So einfach ist das nicht. Ist es in keiner Familie. Sie kommen. Ich hab eine Minute. Hauen wir ab. Jetzt kommt. Ich verzieh mich auch. So. Schmeiß den Typ rauf und dann fetzen wir weg hier. Ist jetzt deins. Echt? Mein Moped. Läuft. Der hat aber ordentlich einen auf die Mütze gekriegt, wenn er die ganze Zeit pennt, ne? Jetzt hat er sich auf seinen Rücken gesetzt, oder wie ist er gefahren? Na gut, okay. Das wäre echt lustig gewesen. Ja, dann befragen wir ihn mal. Tag. Hey. Wo bin ich? Was ist das hier? Oh. Ein Motel, mitten im Nirgendwo. Welches Nirgendwo genau? Spielt keine Rolle. Du wirst hier eh nur in Begleitung rausspazieren. Warum sind wir hier? Ich will über deine kleine Erfindung reden. Den Biochip für Arasaka. Na gut. Aber ich will erst etwas wissen. Du wurdest nicht von Yorinobu Arasaka geschickt. Nein. Das bedeutet, du musst ein Angebot für mich haben. Wenn dein Boss mehr als Kang Tao bezahlt, dann können wir reden. Kleines Missverständnis. Es gibt kein Angebot. Was willst du dann?
Ja, doch, es gibt schon Angebote. Entweder du sprichst oder du kriegst ein paar an den Kopf. Pfeife. So. Dein Attack versucht mich umzubringen. Das kostet meine Zeit. Ja, machen wir mal so rum. Versucht mich umzubringen. Bin ziemlich sicher, dass sie das nicht tun sollte. Wenn du was reklamieren willst, brauche ich mehr Details. Ich habe Johnny Silverhands Konstrukt in meinem Kopf. Und da will ich es nicht haben. Silverhand? Konstrukt? Das ist unmöglich. Ja, sehe ich. Wo hast du diesen Biochip her? Ja. Du musst den Biochip aus meinem System entfernen. So einfach ist das nicht. Komm schon, du hast das Teil gebaut, oder? Also, wo ist das Problem? Wenn du die Wahrheit sagst, dann trägst du eine neue, experimentelle Version des Biochips. Natürlich. Man muss ja auch richtig tief reingreifen in den Kackerhaufen. Ja, was ist der Unterschied? Diese Version anders. Ein anderes Engramm mit etwas mehr Bewusstsein, Aggressivität. Der Biochip ist das Einzigartige, nicht Silverhands Engramm. Der Vorgänger wurde nur dazu benutzt, mit vorgespeicherten Engrammen zu kommunizieren. Und er war verdammt selten und hat ein Vermögen gekostet. Ja. Der hier ist sogar noch seltener. Er soll ein Engramm in einem neuen Körper installieren und aktivieren. Als ich Arasaka verlassen habe, war das Projekt noch in der Testphase. Da ist gerade ein ausführlicher Test. Da. Ja. Ja, toll. Deine Tech funktioniert. Jetzt hol sie raus aus mir. Sieh an. Ich muss sie mir erst ansehen. Okay. Jeder steckt dann irgendwelche Kabel in die Birne. Ich weiß nicht, ob das toll sein kann. Unglaublich. Sieht aus, aber als ob... Kann ich fassen, dass ausgerechnet dieser Anzug uns helfen wird. Hat den PC in seinen Augen. Wie geil kann das sein? Verdammt! Ja, geht ab, ne? Ja. So wie du guckst, ist es super. Beeindruckend, was? Was für ein Jammer, dass ich ihn nicht näher untersuchen kann. Ah, scheiße. Du hättest auch sein Versuchskaninchen sein können. Sag mir, wie ich ihn loswerde. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Dein neurales Netzwerk ist vollständig verkümmert. Ohne den Chip kann es nicht mehr funktionieren. Ich könnte dir allenfalls... Uhu, Zeit zum Falschen, Baby. ...ein gutes Hospiz in Schweden empfehlen. Dort würde man dich durch die letzten Abschnitte begleiten. Die Schmerzen minimieren. Ja, das hört sich ja super an, Leute. Ja, komm, dann wollen wir jetzt mehr drüber wissen. Du meintest, das Projekt war in der Testphase. Du weißt also nicht, wie es enden wird? Doch. Ich habe gerade gesehen, wie das Konstrukt dein Gehirn verschlingt. Es ist dazu programmiert, seine neue Umgebung zu dominieren. Um jeden Preis. Und dein kleines Matschhirn ist hilflos dagegen. Also, wird das Engramm früher oder später siegen? Ja. Und von dem, was man sich über Silverhand sagt, scheint das genau sein Stil zu sein. Hm. Sieht aus, als wäre ich zu einer Arasaka-Legende aufgestiegen. Du hast einen Tower mit einer Atombombe gesprengt. Ich denke, du bist eine. Was genau geht in meinem Kopf vor? Sag du mir das. Wie ist es so, zwei Persönlichkeiten zu haben? Ist ja nicht so, als würdest du Stimmen hören. Du bist gleichzeitig du selbst und Silverhand. Aha. Ich kann ihn sehen. Und mit ihm reden. Ihr redet nicht. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Hast du bemerkt, wie das Konstrukt auf deine Entscheidungen Einfluss nimmt? Es reicht's aber. Wie meinst du das? Du wirst langsam Dinge tun, die unvorstellbar waren. Zumindest für dein altes Ich. Und du weißt ganz genau, wie er drauf war. Ein Fanatiker. Ein Terrorist. Ein Selbstmordattentäter. So ein Wichser. Und ich soll dich angeblich manipulieren wollen? Darum halte ich es für besser, dass du in diesem Stadium klinische Isolation in Betracht ziehst. Wenigstens hat Johnny sich nie wie du für Geld ficken lassen. Verteidigst du ihn? Oder ist das Johnny, der da spricht? Lass mich raten.
Er hat schon versucht, deinen Körper zu übernehmen. Oder? Nur für einen Moment. Hörst du das? Könnte lustig werden. Johnny? Ich mach nur Spaß, aber pass auf! Der Anzug versucht, dich zu belabern. Okay, weißt genug. Du was? Das reicht jetzt. Willst du nur Zeit schinden? Weil es momentan so klingt, als wolltest du mir erklären, dass du nutzlos bist. Ich meine, in dem Fall kann ich dir einfach ins Hirn schießen und uns beiden Zeit sparen. Na endlich. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Wenn du mit mir zu Kang Tao kommst. Vergiss Kang Tao. Hast du noch andere Ideen? Wenn du meinst, jemand anders könnte dir helfen, dann könnte ich dir die Blaupausen geben. Vollständige Dokumentation des Projekts. Kang Tao hat mir ein großzügiges Angebot dafür gemacht. Du hast sie bei dir? Muss er ja. Ohne die ist der Flachwichser wertlos. Wie? Takemura? Was macht der hier, verdammt? Jetzt hast du ein Problem, mein Freund. Noch Fragen an dich. Wenn du nett bist, rettet er vielleicht sogar deinen Arsch. Ich bin fast fertig. Los, die Blaupausen. Tödliche Verletzung. Sofern wir jemanden finden, der das Tech-Geblubber versteht. Tja, Goro. Der gehört dir. Der gehört ganz dir. Ich lasse euch beide allein. Ich hoffe, wir können uns einig werden. Das ist in deinem besten Interesse. Ich glaube, er hat gute Methoden, dich zum Reden zu kriegen. Das werde ich nicht vergessen. Diese Hitze. Meine Kehle ist ganz ausgetrocknet. Hat Vidya nicht mal ein Glas Wasser gegeben? Inakzeptabel. Unmenschlich. So bin ich nicht. Das wirst du noch sehen. Von mir bekommst du eimerweise. Nein. Das geht schon. Bisschen Waterboarding. Wenn man warm miteinander wird. Ja, viel Spaß. Oh je. Scheiße. Zieh dir das hier mal rein. Ja. Na, das sieht ja nicht so gut aus, ne? Ach, diese Wichser! Und du bist echt paranoid. Siehst du denn nicht, wie die Konzerne unsere Welt Stück für Stück zerstören? So blind kann doch keiner sein. Was immer du sagen willst, sag's. Dir frisst auch was am Kot. Das merke ich. Ich wüsste gerne, wie du tickst, damit ich weiß, mit wem ich's zu tun habe. Erst dachte ich, du hattest einfach nur Pech. Aber jetzt weiß ich, was dein eigentliches Problem ist. Na, dann hau mal raus. Du bist immer ein Konzernzahnrad. Ersetzbar. Als Saka dich gefeuert und dir dein Chrom genommen hat, konntest du höchstens für ein paar Annie's Gaffs jagen. Du weißt ja viel über meine Vergangenheit. Naja, ich sehe Bilder aus deiner Vergangenheit. Genau wie du aus meiner. Ich habe echt Angst davor, deine Erinnerungen irgendwann für meine zu halten. Scheiße. Wenn das in beide Richtungen geht, werde ich damit leben müssen, dass mich der große Dexter Deshawn gefickt hat. Wie lebt es sich so in meiner Haut? Naja, das meiste ist entweder zu groß oder zu klein. Und deine Hormone sind ein Albtraum. Außerdem nervt die Verzögerung zwischen Sehen und Fühlen. Wenn du von der Pizza abbeißt, merke ich erst nach Ewigkeiten, dass du dich verbrannt hast. Und ich habe früher keine 5 Minuten ohne Zigarette überlebt. Ich brauche echt Nikotin. Glaube, ich gewöhne mich langsam dran. Aber toll ist anders. Werde ich denn was merken? Oder wird es eher so, dass ich mich frage, wovor ich eigentlich Angst hatte? Du verlierst dich selbst. Mehr weiß ich nicht. Das Schlimmste, was ein Mensch erleben kann.
Ja, das ist mal der etwas andere Held hier, hm? Sag mir doch einfach, was du willst. Was du wirklich willst. Hilf mir einfach, meine Rechnung mit Arasaka zu begleichen. Das ist alles. Nimm mir mal das. Du kannst Arasaka zerstören und begraben. Ich will alles. Nur nicht unter die Erde. Wir haben beide unsere Ziele. Und sie passen gut zusammen. Du brauchst Mikoshi, um dein Leben zu retten. Ist das erstmal erledigt, mache ich den Laden platt. Wo wir wieder bei deinem Kreuzzug gegen Mikoshi und das System wären. Okay. Ich sag dir, warum ich Arasaka stürzen will. Aber nur einmal. Willst du es hören? Na dann mal raus damit. Schieß los. Ich habe erlebt, wie Konzerne den Bauern Wasser und Land geklaut haben. Ich musste mit ansehen, wie sie Night City in einen hoffnungslosen Ort voller zerstörter Träume und leerer Taschen verwandelt haben. Konzerne kontrollieren uns, nehmen sich, was sie wollen. Neuerdings sogar unsere Seelen. Hast wohl recht, da kann ich nicht widersprechen. Wie? Ich erkläre doch keinen Krieg, weil mir der Kapitalismus auf den Sack geht oder ich längst vergessenen Zeiten nachweine. Dieser Krieg ist ein Bürgerkrieg gegen ein System, das außer Kontrolle geraten ist. Ein Kampf gegen das ganze Scheißsystem der Entropie. Kapierst du es nicht? John, ich tue, was sein muss, um die aufzuhalten. Wenn ich töten muss, töte ich. Und wenn ich deinen Körper brauche, nehme ich ihn mir, verdammt nochmal. Johnny. Scheiße, verdammte, verfickte Scheiße! Du kapierst es nicht. Aber das wirst du noch. So viel Zorn. Gut, jetzt sollen wir uns mit Takemura treffen. Ich würde sagen, ja, das machen wir in der nächsten Folge, Freunde. Also, bis dahin, war wieder mal ziemlich cool. Ja, wenn es euch auch gefallen hat, ihr wisst, lasst mir gerne einen Daumen da oder ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, würde ich mich extrem drüber freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ja, und wie immer, Happy Gaming.